Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia und wir sind jetzt dabei, unsere Freundin zu retten und gehen mal ganz flott in den Keller. Und merken, dass hier niemand ist. Hallo? Oh. Cool. Schränken. So eng. Ich weiß. Aber keine Panik. Ich hole dich hier raus. Oh. Aufmachen, Organon! Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh. Der beste jetzt aber Freund schnell. Der Welt. Ja. Handschweißgerät. Das dauert zu lange. Wir haben hier auch nur die Tür. Also können wir jetzt im Prinzip alles, was wir haben, mit der Tür kombinieren. Nein, ich brauche etwas Stabileres. Ich weiß ja, was Nein, es ist. Nein, ich brauche etwas. Also, das ist der einzige Gegenstand, der sonst noch im Keller gelegen hätte. Und, Nein! Und es ist die Wünschelrute, weil die hätte ja sonst so oder so im Keller gelegen. Was anderes könnte es nicht sein, genau. Oh. Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihr im Schoß auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Ussa, es geht ums Prinzip. Deponia, und wir sind ausgebrochen. Was für eine Sequenz. Ja, wow. Ich bin gerade mehr oder weniger sprachlos. Ja. Deponia, na Mensch. Was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh, und einen Weg, Golda rüber zu bekommen. Auf geht's! Na, hier ist doch ein Weg. Ich meine, hier ist eine Brücke. Und wir müssen jetzt Golda. Oh Gott. Wir haben nichts im Inventar. Ist wahrscheinlich bei der Flucht alles verloren gegangen. Hallo, Gol. Sie hat alles ganz gut überstanden. Ich hätte sie während meiner Rast trotzdem nicht unter dem Bienenkorb parken sollen. Ja, wäre vielleicht ganz gut gewesen. Dieses Mal besorge ich uns ein würdiges Gefährt. Eines, von dem du nicht ständig runterpurzelst. Oh, wie süß. Das muss wahre Liebe sein. So, geh mal hier hin. Nicht, dass es durchbricht. Bleib doch nicht stehen, Junge! Puh, das war ganz schön tief. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Natürlich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Na, irgendwie muss sie rüber, ne?
Ich tippe auf den Kranarm. Oh nein, ich habe Angst. Der ist wie eine Kakerlake, der kommt immer wieder rausgekrabbelt, egal wo man ist. Oh Gott. Hier. Was haben wir hier? Ein Wartungskasten. Gehst du ein bisschen schneller, Rufus? Wir haben es nämlich ein bisschen eilig. Beziehungsweise wir wollen hier nicht ewig warten. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Ich habe Angst. Ein rostiger Lastenkran, Rufus, du bist... Ich speichere lieber, du bist ja so... Nein. So, speichern. Wir sehen hier 21.07. und jetzt sehen wir 8.02.2015. Also, und wir sehen auch die Uhrzeit. Hallo. Hallo, Uhrzeit. Du bist so ein Arschloch, Rufus, echt. Jetzt komm schon. Verdammt. Ach, es klappt nicht mehr. Immer noch nichts. Nochmal? Immer noch nichts. Nee. Hier. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Oh oh. Defekte Sicherung. Die ist im Eimer. Weg damit. Ja, nimm mit, ne? Mehr ist wohl nicht zu holen. Na Mensch. Dann müssen wir hier wieder rausgehen. Oder haben wir hier noch was? Wir haben Sitz noch. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Okay. Wir erkunden auf jeden Fall weiter mal das Gebiet. Weil hier können wir scheinbar noch nichts machen. Wir gehen mal hier hoch. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt. Wenn es denn da wäre. Okay. Die Bewusstsein... Ach ja, das hatten wir schon. Haben wir hier sonst noch irgendwas, wo wir hingehen können? Ah ja, Horizont. Bis zum Horizont. Tetanus, glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Übrigens sehe ich hier gerade Buchstaben. Ob das noch ein Rätsel wird, ich habe ein bisschen Angst. Ein ganz kleines bisschen, hier sind auch Buchstaben. Ich kriege ein bisschen Angst in Bezug auf die Buchstaben und Rätsel. Okay, hier haben wir schon mal solche Tierchen. Oh, eine Ratte, wie süß. Aber wir schauen erstmal. Haben wir auf jeden Fall noch viele Sachen. Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar, mein Interesse. Na Mensch, mein Interesse. Hier fehlt... Ach... Das muss ich das nächste Mal sagen, wenn mir jemand blöd kommt. Hier fehlt doch was. Ach ja, mein Interesse. Tschüss. Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund wühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Das halte ich für ein Gerücht. Wenn ich Müllsucher... Ohne Tri... Du bist doch total der Müllsucher. Okay. Was haben wir hier? Oh yeah. Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Ich sitze hier und wo sitzt sie? Check. Egal. Da fehlt ein Stümpel, einem Zylinder, ein Stümpel und ein... Naja, auf jeden Fall fehlt da was. So viel erkennt der Fachmann. Dein Interesse. Aber wir haben jetzt hier eine Glühbirne. Also bringt das überhaupt nichts. Hat ja super geklappt. So, was haben wir denn hier sonst noch? Zum Beispiel ein Hebel. Wir wissen ja, Rufus plus Hebel, beste Mischung ever. Ever. Genau. Okay. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ja, finde ich eine super Idee, ne? Die spart man sich gerne. Ich spare mir mein... Ja. Alle Signale stehen auf los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Ja, Rufus, weil dein Interesse offensichtlich an allen Dingen fehlt, ne? Hier fehlt doch etwas. Ach. Ja, dein Interesse, wir wissen es. Ja. Vielleicht können wir die Glühbirne da rein tun. Ein echter Profi erkennt sofort, was hier fehlt. Das nämlich schon mal nicht. Ja, wir wissen doch dein Interesse. Da brauchen wir jetzt gar nicht lange rumschrauben. Wir wissen es doch schon, Rufus. Zum Viadukt. Komm, wir gehen mal zum Viadukt.
Wer ist das denn? Ja, das frage ich ein mich rostiges auch. Abflussrohr, ein Kaugummi, etwas Zahnseide. Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Tom-di-dom-di-dom. Tom-di-dom-di-dom. Was ist das denn hier eigentlich? Oh, ist abgestürzt. Na Mensch. Ansonsten haben wir hier den Doc. Yo, Doc. Ein alter Heini, der im Müll wühlt. Hey, den könnte ich nach dem Weg fragen. Yo, Heini. Natürlich nur, um zu testen, ob er ihn auch kennt. Natürlich, wir kennen ja den Weg bereits. Hallo. Hallo. Hm? Was? Oh, hallo. Hallo, wer bist denn du? Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Hä? Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Merkt man Rufus, merkt man direkt. Neurochirurg, na Mensch. Was machst denn du hier für seltsame Zuckungen unter der Tafel? Ist das eigentlich eine Tafel? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, guck mal, Rufus, da treffen sich doch die Bastler hier. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Na siehst du, der Rufus ist halt schon ein kleiner Komiker, ne? Was heißt denn hier eigentlich, wie wir rumlaufen? Ich meine, wenn man Spione anheuert, sollen die doch möglichst unauffällig rumlaufen. Also ich meine, Rufus wäre der perfekte Spion, ne? Also, das muss man schon mal sagen. Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Aber da hat der Doc eigentlich schon ziemlich recht. Und Rufus auch. Also Neurochirurgie und das andere, das passt schon irgendwie ein bisschen. Wobei man jetzt nicht vielleicht unbedingt einen Neurochirurgen hat, der so haben wollte, der sowas macht. Aber es passt wie Genie und Wahnsinn. Da hat er schon im gewissen Maßen recht. Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Das ist gut, ne? Das ist ein gutes Motto. Aber wenn man hier Neurochirurgie und das andere verwechselt, dann könnte es ein bisschen problematisch werden, Doc, ne? Weil er jetzt sagt, er sucht nach Ersatzteilen. Er sollte das vielleicht nicht so leicht nebeneinander legen, beziehungsweise er sollte da nicht so viel verwechseln. Und das wäre dann nicht so gut, denke ich mal. Ich weiß es ja nicht. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super! Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial! Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Astrein. Na, immerhin, ne? Also wir wollen uns hier mal nicht beschweren. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super! Sie liegt direkt auf der anderen... Genial! Also, das hatten wir ja schon. Das ist sehr super. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme, nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Gleich nach, zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es?
Ja, genau. Das ist eine wichtige Regel unter Bastlern. Ich hoffe, die nehmen sich auch alle zu Herzen. Oh Gott. Ja. Ja, angenommen, wir hätten ein Problem, was wir natürlich nicht haben. Dann ist unsere Freundin sehr viel zu schwer. Die sollte vielleicht mal abnehmen. Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Danke. Ist sonst noch was? Da kommen wir mal wieder auf die Nagelpistole zurück, ne? Er möchte sie, er möchte Goal. Er möchte Goal, wir merken es. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Es ist schon peinlich, ne, Doc? Also schäm dich. Das ist ja wirklich ein bisschen seltsam. Dem würde ich nicht unbedingt vertrauen. Aber morgen sind wir schon auf Elysium. Das ist ein bisschen zu spät. Tut mir leid. Ja, wir bekommen alles im Griff, Rufus. Wir sind die Master-Universität von... Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Did it yourself. Genau. Wir sind Rufus, die DIY-Konversation. Ich rede Müll. Vielleicht bin ich ja seine Freundin. So, was haben wir denn hier sonst? Ja, das werden wir erst in der nächsten Folge rausfinden, denn dann werden wir weiter mit Doc quatschen und noch ein bisschen was über die Gegend vielleicht rausfinden. Man weiß es nicht. Trotzdem müssen wir uns ein bisschen beeilen, um noch zu dem Treffen mit Cletus zu kommen. Aber wie alles passiert, alles erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und wir sehen uns dann auch das nächste Mal. Dann bis dann und ciao.